Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, jetzt tue ich auf der einen Seite was da rein. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber schauen wir mal an, was passiert, wenn ich da rechts die ganzen Gewichten da aufhöre. Jetzt muss ich, glaube ich, das da noch drauf tun. Aha. Noch eins mehr und dann stimmt schon wieder nicht. Genau. Also mit ausreichender Genauigkeit kann ich sagen, die alle zusammen sind das gleiche wie das da. In unserem Fall weiß ich es ja. Das sind 20 Decker, 10 Decker, 10 Decker, 5 Decker, 5 Decker. 20, 30, 40, 50. 50 Dekagramm sind 500 Gramm, sind 0,5 Kilogramm. Und siehe da, steht sogar oben 0,5 Kilogramm. Da hätten wir noch ein unbekanntes Gewicht. Probieren wir das gleiche wieder. 20 Decker, 10 Decker, 10 Decker, 5 Decker, 5 Decker, ein halber Kilo. Aha. Schaut so aus, als ob das ein Kilogramm wäre da drüben. Ich hoffe, man sieht es. Ein Kilogramm. Das wichtigste Symbol in der Mathematik ist das Gleichheitszeichen. Das sagt nämlich aus, dass beide Seiten vom ist gleich gleich sind. Natürlich gibt es da so langweilige Sachen wie 7 ist gleich 7. Und das macht wirklich keinen Spaß. Allerdings können die Gleichungen auch durchaus interessant sein, wenn nämlich vor allem das, was gleich ist, nicht so offensichtlich ist. Ein ganz berühmtes Beispiel aus der Physik ist zum Beispiel E ist gleich mc Quadrat. Kennt jeder, gell? Vom Einstein. Und wenn man sich das jetzt so auf der Zunge zergehen lässt, der besagt nämlich E, das ist der Energiegehalt von einer Materie, ist gleich groß wie seine Masse multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat.